Hast du große Titten? Natürlich nicht sagen, ja. Geola, Serie, Geola, wie hätte was geht ab, meine Besten? Ich hoffe, genau dir draußen geht's gut. Und wenn nicht, Digga, es muss dir einfach gut gehen. Denn wir sind hier in Berlin, Motherfuck. Und auf der Street, ja. Und heute werden wir einfach mal die ganzen Leute, vor allem die Girls und ja, die Männer fragen, wie sie sich die Frauen klären auf Snapchat und wie die Frauen angeschrieben werden möchten, ja. Ich bin mal gespannt, was sich hier so ergibt. Lego, vamos. Wie kommt man oder auf was achtest du so bei Typen? Wie landen die gut bei dir? Was müssen die schreiben? Erstmal hey. Erstmal hey? Ja. Okay, und so ein Pedo-Smiley oder bist du eher so die Ruhige? Pedo-Smiley. Pedo-Smiley, ja. Ah, also doch schon ein bisschen dirty, ja. Landest du gut bei den Girls? Was schreibst du denen so? Sind irgendwelche Emojis, so Pedo-Blick oder was schickst du ihnen? Sache ist ja die. Also manchmal die schreiben von alleine oder manchmal man sendet. Ach so, ich habe schon verstanden. Er ist zu schön. Er muss gar nicht schreiben. Sie schreiben. Nein. So, gar nicht. Du bist gar nicht auf Snapchat angeschrieben. Du aber sicher, oder? How could this happen to me? Also ich glaube er hier. Was, Digga? Ein bisschen, ja. Auch schon leicht Pinsel hier. Ja. Okay, und erzähl mir mal, wie wollt ihr auf Snapchat angeschrieben werden? Sind das Dickpics oder was sind das? Irgendwas anderes, irgendwie was Besonderes. Nicht so dieses typische kennt man sich oder so, sondern irgendwas. Ey, dein Arsch ist richtig geil, der ist so ein richtig Pfirsicharsch. Kann ich dir mal massieren oder so? Nein. Aber Nacktfotos, ja, eindeutig. Ja. Eindeutig. Aber Max, da stehst du schon drauf, oder? Voll, ja. Wir stehen beide auf Snapchat. Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Come on, das kann doch nicht sein. Wie möchtest du angeschrieben werden? Hi. Hi. Einfach hi. Ja, super, wir sind mal wieder in Stimmung. Leute, die deutschen Mädels, voller Euphorie. So, Digga, wir gehen einfach weiter, Leute. So, wisst ihr, im Leben kommt es nicht darauf an, was beim ersten Mal passiert ist. Ja, kommt her! Yo, Bros, and sis. Ich bin der Killer, Digga, ich bin der King hier. Ja. Wie klärst du die Mädchen? Wie, Digga, ich geh einfach so, ich bin Brasilianer, weißt du? Ich diese. Digga, ich brauche immer einen 18-Jährigen, der mich jetzt reinbringt, Digga. Ich bin nämlich erst 17. Komm mal jetzt, Digga. Diese Menschen sollte man. Ich würde dich gerne dabei unterstützen, diese Leute da wirklich zur Rechenschaft zu ziehen. Was hast du da so bekommen? Nacktbilder. Obwohl ich nicht danach gefragt habe. Ja, das sagen sie immer und dann sind sie schwanger. Ja. Also an wie klärst du die? Ah, schwere Frage. Man macht so ein paar Bilder schicken und dann so, wenn die so den hier machen, sagen, wieso zeigst du nicht dein Gesicht? Hast du Heuschnupfen oder so? Was? Nein, ich bin mal. Ja? Ja, Mann, vorne, hinten. Na, hier. Zeig mal schnell, wie du die nehmen würdest. Komm, zeig mal. Ja, komm. Dann mach mal so. I am the one, the way your time, don't need a gun to give respect to my. Was soll ich jetzt? Frauen stehst du? Beine, schöne Augen. Bist du ein Fußfetisch, ein Beinfetisch oder was? Ja, ich mag lange Beine und nicht zu große Brüste. Also eher so Small Tits-like. Was sollte so die beste Pickup-Line sein auf Snapchat oder wie wollt? Ja, am besten so, hey, voll schönes Bild hast du heute gemacht oder so. Okay, und irgendwie noch so ein Emoji-Pedo-Smile oder so? Ne, so Herzen auch. So Herz? Ja, die sind mit den Herzen. Das Schlimmste, was ihr von Jungs bekommen habt? Na, der hat mir einer vertan und hat mir ein Penisbild gesendet. Ich dachte mir so, nein, oder? Und dann, sorry, sollte nicht an dich, war der nächste Snap. Alles gemacht. So an Pics oder. Also mich hat mal ein Typ angeschrieben mit, ja, hey Süße, wie wär's mit Blasen und dann seine Handynummer daneben. Und ich habe halt nicht geantwortet und zwei Tage später meinte er dann so, ja, uns? Fragezeichen und dann habe ich ihn auch direkt blockiert. Und ja, also heute in der S-Bahn habe ich auch ein Penis mitbekommen. Einfach so, also ich kannte den Kerl echt nicht. Er hat mich vor irgendwie vor 3 Stunden oder so auf Snapchat geaddet. Hab ihn so. Alles klar! Verstehst du das? Großer Arsch oder was müsst ihr haben? Großer Arsch, große Titten, normal halt. Okay, bei euch? Ja, auch normal. Also bei mir Blondine, auf jeden Fall. Blondine. Großer Arsch, oder? Ja, na klar. Titten. Dann klatsch richtig. Auf was für Typen steht ihr? Sixpack breit, auf jeden Fall Muskeln. Nicht zu breit, Sixpack und ein nettes Lächeln. Ja. Okay, also da wäre ich eigentlich perfekt, oder? Nein, sehr hübscher. Du bist ein schönen Abend euch. Genau, wir gehen jetzt feiern. Woo!
So, mi gente, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt auf jeden Fall fleißig unten in die Kommentare, was ich als nächstes machen soll. Und ich will mal sagen, so bei 3000 Likes, kommt zweiter Part. Also vergewaltigt mal richtig den Like-Button. Ich kann nicht mehr richtig versprechen. Folgt mir auf Snapchat und Instagram und verlinkt. Ja, du Sub. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.